wir müssen aufwachen. Dieses Regime, was wir haben, diese Repressionen, das geht auf Dauer nicht gut. Und es wird hier einer der Schlüssel dafür, für mich ist dieses Arbeiten mit Angst. Wir werden immer mit Zehntelwahrheiten informiert, mit Viertelwahrheiten. Die großen Wahrheiten, die werden systematisch ausgeblendet, teilweise von der Politik, aber auch von den Medien. Deswegen nochmal, bitte, liebe Politiker, hören Sie auf mit diesen Repressionen. Ich will den Blick auf Ökonomie werfen als Ökonom. Ich bin seit Jahrzehnten passionierter Ökonom und was wir momentan erleben, ich sitze oft gebannt vom Bildschirm und traue meinen Augen nicht, ein Kollaps der Weltökonomie, wie ich ihn noch nie gesehen habe. Angebot bricht zusammen, Nachfrage bricht zusammen. Sowas gab es auch 2007, 2009 nicht. Das ist ungeheuerlich. Im April war formal die Arbeitslosigkeit in Deutschland 30%, wenn Sie Kurzarbeiter und Arbeitslosigkeit zusammennehmen. In Schweden übrigens, hier war eine schwedische Fahne, nur 14%. Aber auch diese Dinge, dass Schweden durch die Wirtschaftskrise viel, viel milder durchkommt, dass die viel weniger Folgetoten haben, das lesen wir nirgends. Überall ist Schweden-Bashing, die sind ganz böse, ganz verantwortungslos. Also da wird eine einseitige Informationspolitik betrieben, die finde ich schockierend, die habe ich in unserem Land ganz selten erlebt. Und diese Arbeitslosigkeit, die wir momentan haben, jetzt im Mai ist es ungefähr 20%, wenn Sie Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit zusammennehmen, wir schicken eine ganze Kolonne von Hochschulabsolventen, unsere Studenten, die schicken wir alle jetzt in die Arbeitslosigkeit im Herbst. Das ist ein Verbrechen an den jungen Leuten. Wir geben ihnen schlechte Schulbildung oder schlechtere, wir schließen die Universitäten, wir bilden sie schlechter aus und jetzt schicken wir meiner Meinung nach eine ganze Kohorte Absolventen in der Arbeitslosigkeit. Mir bricht das Herz, wenn ich vor unseren Absolventen Vorlesungen halte. Ich finde das ganz schlimm. Das wird übel ausgehen. Ganz kurzer Blick auf die Erde. Durch die Corona-Lockdown-Maßnahmen nach westlichem Vorbild, die sind ja auf der ganzen Welt beinahe ja jetzt verbreitet, wird sich dieses Jahr laut Wall Street Journal die Zahl der hungerleidenden Menschen verdoppeln, von 130 auf 260 Millionen Menschen. Darunter sind unglaublich viele Kinder. Wir werden ein Millionenheer von sterbenden Kindern sehen. Und wegen unserer Lockdown-Maßnahmen hier in unserem Land nach westlichem Vorbild, nach Vorbild der Industrieländer, die Zahl aller Corona-Toten bis jetzt weltweit ist laut Johns Hopkins eine 500.000. Aber wir schicken meiner Meinung nach Dutzende Millionen Menschen in den Hungertod, vor allem Kinder, und verbreiten Elend. Das steht in keinem Verhältnis. Also diese Lockdown-Maßnahmen, diese Zwangsschließungen, diese Repressalien, dieses Einsperren zu Hause, das richtet einen immensen Schaden an. Auch selbst auf medizinischem Gebiet gibt es Schätzungen, dass wir in Deutschland bis zu 125.000 Folgetoten haben werden. Hunderttausende Arztbesuche, die nicht waren, hunderttausende OPs, das wird einen Rattenschwanz nach sich ziehen. Also selbst medizinisch gibt es viele, viele Ärzte, die sagen, das ist viel schlimmer, was wir anrichten, als was wir verhindern. Und vor kurzem kam eine Studie heraus von Herrn Raffelhüschen, der ist Rentenfinanzexperte, der hat ausgerechnet, dass die Zahl der Lebensjahre, die wir vernichten durch Corona, 206 Mal so hoch ist, wie die Zahl der Lebensjahre, die wir retten durch die Lockdown-Maßnahmen. Es ist vollkommen absurd, Mittel und Zweck stehen in keinem Verhältnis. Also nur am Rande, was wir wirklich bräuchten, statt der Lockdowns von Schulen, Kindergarten und die Absurditäten sind ja sensationell, ja, die Handballmannschaften haben zu trainieren begonnen, unser Sohnemann, aber sie durften anfangs den Ball nicht hin und her spielen, in Ansteckungsgefahr. Also es sind an Absurditäten ja nichts zu überbieten. Was wir wirklich bräuchten, das wäre zum Beispiel eine vernünftige Landwirtschaft statt Massentierhaltung, statt Massenschlachthöfe. Wir bräuchten einen Lockdown. Lockdown von Teilen dieser Agrarfabriken, ein Lockdown für was macht uns krank, Lockdown für Coca-Cola, für McDonald's, für Nestle, für Glyphosat.
Und stattdessen gibt es Lockdown für alles, was gesund und richtig ist. Wir sollen nicht rausgehen, nicht ins Freie. Jetzt ist ja alles jetzt wieder vieles gelockert, ja. Aber es wird alles gemacht, uns an die Bildschirme zu zoomen, schlechte Ernährung wird überhaupt nicht angesprochen. An den wirklichen Ursachen, an Fleischfabriken und das ganze unsägliche Dinge geht man überhaupt nicht. Ich komme zurück, für mich persönlich ist der Schlüssel Wahrheit und Unwahrheit, mit der gearbeitet wird, zu Angstzwecken. Also der Schlüssel ist eigentlich die Angst. Und die Aussagen, die kommen von ganz oben. Ja, Frau Merkel, ich habe es jetzt schon mehrmals zitiert, hat zum Beispiel im Mai gesagt, Corona ist und bleibt also eine Gefahr für jede und jeden von uns. Diese Aussage ist eine objektive Unwahrheit. Eine objektive Unwahrheit, denn alle Statistiken, sogar die Statistiken von der Impflobby, vom RKI, von Johns Hopkins, alle Statistiken zeigen, diese Krankheit ist brutal für alte Menschen. Da ist es eine Keule, die kann sie umbringen, das stimmt. Ich kenne Ärzte, die berichten mir grauenvolle Dinge, das stimmt. Es ist eine schlimme Krankheit für bestimmte Zielgruppen, für sogenannte Multimorbid-Vorerkrankte. Und Median- und Durchschnittsalter liegen bei 81. Die sind für dieses wirklich gefährlich. Aber es ist nicht gefährlich für junge Leute, für Kinder, für Gesunde. Und trotzdem wird uns ständig transportiert, es ist für jede und jeden uns eine Gefahr. Das ist eine Unwahrheit. Und wenn Frau Merkel wusste, dass das eine Unwahrheit ist, dann hat Frau Merkel gelogen. Und warum geschieht dieses? Warum werden diese Unwahrhaftigkeiten ständig in die Welt gesetzt? Ja? Ständig wird berichtet, oh, es ist eine 23-Jährige gestorben. Dauernd wird auf die Frontpage gebracht, die schlimmen Dinge, dass 85% unbetroffen sind. Stand hier sogar in der Bild-Zeitung, ja, Ischgl, 80% haben es nicht mal gemerkt. Das wird alles bis jetzt unter den Teppich gekehrt, sonst wird immer Angst, Angst, Angst. Warum? Warum Angst? Warum um alles in der Welt? Und es kam ein internes Papier der Bundesregierung raus, es soll Angst erzeugt werden. Und zwar gerade bei den jungen Menschen, weil die Regierung weiß ganz genau, dass die nicht gefährdet sind. Und deswegen wird extra, soll dort extra Angst geschürt werden, in großer Unwahrhaftigkeit von unserer Bundesregierung. Das ist eine Sauerei. Und nochmal, die jungen Leute, die merken das, dass sie hier hinter sich geführt werden, die werden auf die Straßen gehen, wenn die regulieren. Meine große Sorge ist Plünderungen und brennende Städte. Gut. Was steckt dahinter? Meiner Meinung nach steckt dahinter Profiteure der Angst. Da gibt es einen Film dazu, Profiteure der Angst. Zum einen die Impflobby ist ganz großer Profiteur. Wenn wir alle ängstlich sind, Hilfe, Hilfe, dann werden im Herbst, egal wie schlecht, im Winter, egal wie unerprobt die Impfstoffe sind, wird milliardenfach geimpft, wird es Milliarden Gewinne geben. Zum zweiten, Politiker lieben Angst. Alle Diktaturen und Diktatoren bauen immer auf Angst. Frau Merkel kommt aus der DDR, ja? Sie war sogar meines Wissens in der Propaganda tätig. Alle Diktaturen basieren auf Angst. Also Profiteure der Angst sind machthungrige Menschen wie Herr Söder, ist die Impfindustrie, aber es gibt noch ganz andere Profiteure, nämlich die wirklich großen Milliardäre, die großen Private Equity Fonds, die sitzen, ich war Investmentbanker 7 Jahre, Private Equity Fonds, das sind die Heuschrecken, die Unternehmen kaufen, die sitzen momentan auf 2000 Milliarden Dollar liquide Mittel. JP Morgan Chase sitzt auf 2000 Milliarden Dollar liquide Mittel, Cash. Die warten nur drauf, dass im Herbst und Winter das große Unternehmenssterben umgesetzt ist und dann kann man billig Marktanteile gewinnen. Momentan, es gibt hier Gruppierungen von Menschen, Multimilliardäre, große Hedgefonds, große Anlagefonds, Vanguard, BlackRock, die werden gigantisch von dieser Krise profitieren. Die Big Five Tech Companies von USA, die sitzen auch auf gigantischen Milliardenpolstern. Jeder Tag Lockdown ist ein Segen für diese Multimilliardäre. Denn der Mittelstand wird kaputt gemacht und meiner Meinung nach soll kaputt gemacht werden. Und dann können die Großen die Kleinen fressen und dann gibt es eine Marktbereinigung. Das Geld schwimmt nach oben, die Macht schwimmt nach oben und bündelt sich in den Händen von ganz, ganz wenigen. Bündel, und das ist ein Prozess,
der geht schon seit vielleicht 20, 30 Jahren, aber momentan geht dieser Prozess ganz dramatisch nach oben. Ja? Tausende Mittelständler werden kaputt gemacht, die Macht fließt nach oben, gebündelt bei undemokratischen Menschen. Bündel heißt auf Italienisch il fascio. Da kommt der Begriff il fascismo her. Wir sehen hier faschistische Prozesse bei Menschen, die keiner von uns jemals gewählt hat. Das ist absolut antidemokratisch und meiner Meinung nach richtig gefährlich. Was da auf uns zukommt, ist richtig gefährlich. Deswegen habe ich die große Sorge, dass diese Grundrechte auf Dauer ausgehebelt werden können, ausgehebelt werden sollen. Dass die Demokratie immer mehr ausgehöhlt werden soll. Und deswegen stehen wir hier und demonstrieren. Ich glaube, viele Menschen merken das, wir müssen aufwachen. Wenn wir das nicht merken, dann wachen wir in einem ganz anderen Land auf, als wir uns erträumt haben. Deswegen zum Schluss, Frau Merkel und Journalisten, hören Sie auf mit dieser unehrlichen Berichterstattung, dieser Tatsachenverdrehung von Zehntelwahrheiten. Hören Sie auf, verhindern Sie, dass unsere Städte brennen. Frau Merkel, Herr Söder, Herr Kretschmann, seien Sie ehrlich. Vermitteln Sie ein ehrliches Bild. Hören Sie auf mit diesen Einschränkungen, mit diesen Machtdemonstrationen, mit dieser Aushöhlung der Demokratie und vor allem weg mit diesen furchtbaren Gesichtsmasken.